Solange in Syrien Bomben fallen, solange reißt der Flüchtlingsstrom nach Europa nicht ab. Angesichts der Not der Flüchtlinge wollen viele Menschen helfen. Zu ihnen gehört die Schweizerin Vanya Czernojewicz. Sie, die einst selbst flüchten musste, versteht die heimatlos Gewordenen bestens. Nina Blaser hat sie bei ihrem Einsatz im südserbischen Ort Preševo begleitet. Minus 2 Grad in Preševo. Im Zelt der Organisation Border Free wärmt Vanya Czernojewicz das Baby einer fremden Frau. Es wurde ihr einfach in die Arme gedrückt. Ein stiller Moment. Während draußen pausenlos erschöpfte Menschen ankommen. Es gibt immer wieder Momente, wo du daran denkst und fragst dich, was ist jetzt mit ihrer Familie passiert. Die Frau ist jetzt fast zusammengebrochen, die Pforte. Sie ist so müde. Oder? Und dann haben sie in der Schlange beobachtet, wie sie da gestanden ist. Zwei Augen zu, drei Kinder ohne Mami. Minuten später, das Baby ist wieder bei der Mutter. Die Gründerin der Organisation Border Free schenkt heiße Suppe aus. Selten finden Flüchtlinge Ruhe, sich im Zelt aufzuwärmen. Wenn, dann erzählen sie auch von ihrer Flucht. Was ich da, das ist ein Mädchen, das ein blutiges Auge gemalt hat. Das finde ich mega schlimm. Also ich weiß, weißt, du denkst dir, was haben die Kinder erlebt oder was haben die Kinder überhaupt gesehen, dass sie so etwas malen. Das hat ein erwachsener Mann zeichnet, so eine traurige Prinzessin. Die Bilder lassen die Bündnerin auch nach Monaten nicht kalt. Sie hat Tausende kommen und gehen sehen. Angefangen hat alles, als noch 10.000 Flüchtlinge täglich in den Ort strömten. Das war bis vor wenigen Wochen der Fall. Lokale und ausländische Helfer arbeiten so gut wie es geht Hand in Hand mit den Behörden. Heute zeigt sich die Krise geordneter, jedoch nicht minder präsent. Die 5 Kilometer lange Busschlange vor Preševo ist zu deren Sinnbild geworden. Aktuell kommen viele Frauen und Kinder an. Täglich bis zu 4.000 Menschen. Sie wollen schnell weiter. Wichtige Hilfe leisten dann vor allem lokale Freiwillige. Sie informieren, verteilen Lebensmittel. Als die vielen Menschen kamen, waren wir erst überfordert. Dann haben die Bewohner im Ort einfach mit angepackt und geholfen. Für viele lokale Helfer ist Flucht kein abstrakter Begriff. Die meisten im Ort sind Albaner, gehören also zu einer ethnischen Minderheit in Serbien. Im Zuge des Kosovo-Krieges waren auch viele aus Preševo gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. So auch der Leiter der Freiwilligen, Valun Arifi. Vor kurzem wurde dieser von der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, für sein Engagement ausgezeichnet. Doch damit prahlen mag er nicht. Es ist unsere Tradition zu helfen. Und uns ist sehr bewusst, dass viele Bewohner Preševos erst vor 15 Jahren selbst flüchten mussten und wir genauso auf Hilfe anderer angewiesen waren. Auch Vanya Czernojewicz betrachtet ihr Engagement als selbstverständlich. Diesen jungen afghanischen Flüchtlingen erzählt sie von ihrer eigenen Flucht. Sie war 12, als sie und ihre Eltern in den 90er Jahren in der Schweiz Schutz suchten vor der Gewalt des Bosnienkriegs. Man muss sich gegenseitig helfen, wenn man in der gleichen Situation ist. Du weißt, wie wir uns fühlen. Sie haben die gleiche Geschichte durchgemacht, natürlich. Für mich war es viel einfacher. Aber es hilft enorm, wenn man ihnen erzählt, dass man auch vom Krieg geflüchtet ist, dass man auch in ein Land gekommen ist, wo man niemanden kennt, wo man Sprache nicht kann. Vanya Czernojewicz kam vor Monaten alleine, um zu helfen. Hat erst alles selbst bezahlt, inzwischen wird die Hilfe vor Ort auch von Spenden finanziert. Freiwillige arbeiten Tag und Nacht unentgeltlich. Für die Helfer hat sie eine kleine Kellerwohnung angemietet. Die Organisation läuft unterdessen auch, wenn sie sich Auszeiten in der Schweiz gönnt. Pausen, die nötig, aber schwierig seien. Ich bin daheim, haben viel gekühlt, sind die Bilder wieder aufgekommen. Aber eben, man hat immer wieder Familien, die sich melden aus Deutschland, aus Schweden, wo einem einfach beschreiben, danke vielmals, dass mir geholfen worden ist, dass du dort bist. Und das gibt mir Kraft zum Weitermachen. Kraft, die sie auch in dieser Nacht benötigt. Vanya Czernojewicz will weitermachen, solange Flüchtlinge aus den Krisengebieten Hilfe in Europa suchen. Let's go.